Keiner wird kommen. Es gibt nur uns. Verdammt! Zur Hölle mit dir! Lass ab von mir! Hat sie verfolgen? Sind ich tot? Oh, scheiße. Arschloch. Nee, falsch. Falsch. Die richtige ist das. Nein, auch falsch. Das ist richtig. Ah, jetzt habe ich gerade mehr auf die Wachen geachtet als auf den Typen. Okay. Der Arsch ist hochgerannt. Schneller! Fass den Bastard! Ich habe gerade keinen Überblick, wo er ist. Ich hatte aber recht, dass er aufs Dach geklettert ist. Immerhin. Na, Ezio, was tust du da? Denkst du? Jetzt werdet ihr von Florenz für eure Taten gerichtet. Es ist vorbei. Alles vorbei. Besser in diesem Leben zufrieden zu sein, als es erst im nächsten Leben anzustreben. Requiescat in pace. Ist das nicht das Arschloch, den wir belauscht haben? Francesco! Ja, jetzt haut er ab. Das hätte ich mir auch denken können. So, ich würde jetzt gerne nochmal nach Hause. Wunderbar, leb wohl, Francesco. Sequenz 4 beendet. Was passiert? Kommen wir jetzt zum ersten Mal aus dem Animus? Die Wachen haben bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Schichtwechsel. Lol, fail. Okay. Ja, wieder auf der Aufbau von Republik Florenz, immer noch 1478. Das ist jetzt Sequenz 5. So, ich will eigentlich nur noch kurz mal zu meinem Onkel gehen. Ja, zu meinem Onkel gehe ich noch. Ja, jetzt habe ich hier eine Quest. Will ich eigentlich nicht. Leute. Ja gut, dann werde ich doch mal eben das hier annehmen. Als ich 6 Jahre alt war, fiel ich in den Arno. Bald sah ich mich nach unten sinken und ins Dunkel. Sicher würde mein Leben bald enden. Stattdessen erwachte ich und hörte das Weinen meiner Mutter. An ihrer Seite stand ein Fremder, völlig nass. Er lächelte mich an. Meine Mutter erklärte, dass er mich gerettet hatte. Und so begann eine lange, blühende Freundschaft zweier Familien. Eurer und meiner. Verzeiht, dass ich euren Vater und eure Brüder nicht retten konnte. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich glaube, dass Jacopo de Pazzi eine Rolle bei ihrem Tod spielte. Auch beim Angriff auf euch. Ich muss ihn finden. Der Feigling floh, bevor wir ihn festnehmen konnten. Habt ihr irgendwelche Spuren? Nein,
Sie haben sich gut versteckt. Sie? Jacopo war nicht der einzige Verschwörer, der entkam. Wenn Sie mit Jacopo arbeiten, waren Sie auch an dem Komplott gegen meine Familie beteiligt. Gebt mir Ihren Namen. Antonio Maffei, Erzbischof Francesco Salviati, Stefano da Bagnone und Bernardo Baroncelli. Bene, ich gehe zu meinem Onkel. Er hat Männer im Hinterland stationiert. Wartet, bevor ihr geht. Eine Kodexseite. Ich nahm sie aus den Akten von Francesco di Pazzi, da er sie sicher nicht mehr braucht. Ich habe mich immer für alte Dinge interessiert. Wie euer Vater. Es ist auch bedeutsam für mich. Dann seht sie als ein Geschenk. Möge Gott uns alle schützen. Oh, dann kommen wir zu meinem Lieblingscharakter im Spiel mal wieder. Moment, Leute. Katzenverschwörung, Datenbankzugang, bla bla bla. Vier am Boden. Okay. Moment. So, Schlägereien freigeschaltet. Ah, wir haben mal wieder neue Aufträge, das ist gut. Aber das allererste, was ich machen möchte, ist zu meinem Lieblingsfreund gehen. Juhu! Wo ist mein Lieblingsfreund? Attentat. Attentat. Ist das hier mein Lieblingsfreund? Ich bin mir da nicht sicher, aber es könnte sein. Doch, ich glaube, es ist mein Lieblingsfreund. Oh, juhu, ab zu meinem Lieblingsfreund. Ja, ihr werdet sicherlich alle, großteils eigentlich alle wissen, von wem ich rede. Von unserem lieben, Leonardo da Vinci. Jetzt hocke alle Witze drauf. Oh, die Truhe. 2793 Florin haben wir in der Truhe. Sollten wir bald mal ausleeren, sonst heimst sich unsere Schwester das überschüssige Geld ein. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen das Geld natürlich selbst haben. Kommt, Freunde! Wöchentlicher Aderlass ist Teil eines gesunden und balancierten Lebens. So, werde ich mir... Ja, ist es. Ah, Leonardo, mein Freund. Ich mag dich. Mal gucken, was er jetzt wieder für ein freakiges Zeug drauf hat. Ezio, Gott sei Dank, du bist wohl auf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi. Hast du Francesco deshalb verfolgt? Nicht nur. Ja, nun warum auch immer. Die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Na, noch eine Seite. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lange. Interessant. Oh. Ah ja, ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf, um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Zieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Fertig! Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift? Von einem Arzt? In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. Okay, heute hat er keine ganz coolen Sprüche drauf. Egal. Klinge mit Biss. Ja, endlich! Jetzt müssen wir dahin, wo ich auch hin will, und zwar zu meinem Onkel. Okay, ich habe jetzt also Giftklinge. Was ist der? Waffenrad auf. Was habe ich denn hier für eine Taste? Leute, die Taste kenne ich gar nicht. Cool, ich habe noch eine Taste, von der ich gar nichts wusste. Auch gut. Wie? Ich weiß immer noch nicht, wie ich das Waffenmenü auswähle. Was bringt Giftklingen? Ich weiß es nicht. Muss ich später nochmal irgendwie bei Google nachlesen oder was Giftklingen bringen? Ich habe gerade irgendwie das leider gerade ein bisschen weggemacht. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt mal hin zu meinem Onkel gehen. Onkelchen, kommst du? Wo bist du?
So. Kein Kunde von mir wird jemals schlecht angezogen sein. Ja, komm, mach hin, mach hin. Wie lang ist der Bitte Weg denn noch? Mich, ich bin unschuldig. Bleib zurück! Hilfe, Wache! Ein Mörder! Was? Ein Mörder? Wieso ein Mörder? Hab ich's gemacht? Wo komme ich denn hier raus? Ich hab hier noch gar keine Aussichtspunkte irgendwie. Das ist irgendwie doof von mir, ich weiß, aber irgendwie komme ich bis jetzt nicht dazu. Ich glaube, ich sollte demnächst mal auf Aussichtspunktjagd gehen. Ich werde jetzt mir mal eben den hier oben holen. Der da, genau. Dem fehlt da irgendwie ein gutes Stück auf der Karte.